Ja, ja, ja. So lange sind wir noch gar nicht miteinander verheiratet, dass du mich ständig anschreien kannst. Okay, Kreuzverhör. Oder wenigstens Kreuzfeuer. Hallo, komm doch mal her. Kann man die eigentlich... Es wäre schön, wenn man die hier in die Schüsse reintreiben könnte, dass die Gegner sich gegenseitig so ein bisschen zerbomben. Und da wird die Musik wieder ein wenig gedämpft. Achso. Da muss ich wohl nach da oben, weißt du? So! Mach's rein. Klipp, klapp, klupp. Einmal aufwarten. Step by step. Ooh, baby. Zack. Ich schwimme durch einen engen Kanal. Ich bin wohl Professor Spermium höchstpersönlich. Eins. Ah, falsche Richtung. 3, 4, 5, 7, 9, 8. 1, 2, 3 und 4. Und cha-cha-cha. Und links liegen lassen. Und eine aufheben. Und dann, ich war noch nie so gut im Strecken. Das nehme ich mal mit. Das sieht wichtig aus. Ich weiß noch nicht, wo ich es genau reinstecke, aber irgendwie passt es doch immer irgendwo. So. Das sieht doch gut. Hier, das sieht doch ganz gut aus. Das sieht gut aus? Sieht das noch gut aus? Nein, das sieht schlecht. Och mein Gott, wie schlecht kann man denn sein? Oh. Zack. Also ich würde dieses Video ja nicht gucken. Aber ihr könnt es gerne irgendwem weiterempfehlen und dann zusammen gucken. Ah, was, wie, was, wo? Ich verstehe. Ich hier kurz vorm Exitus. Dann an dieser blöden Laserschnecke vorbei. Passt das so? Passt. Nein! Oh. Passt nicht? Warum passt denn das nicht? Nein! Oh, wie schlecht. Ja, Herr Professor, das war ziemlich schlecht. Kann ich hier unten eigentlich irgendwie... Nee, da muss ich mich auch hinschießen lassen. Aber, hä? Also das hier wird schon mal das... Ach so, ich dachte, das Rote ist dann schon Umrandung. Also theoretisch müsste ich es auch so einstellen können, dann klappt's, oder? Nee. Ich habe den hier falsch positioniert. Ah, aber eben hat's doch geleuchtet. Yes. Lasst mich passieren. Wie geht's denn nun weiter? Ich muss bestimmt das hier rausnehmen und ganz schnell... Ich kann es nicht rausnehmen. Hallo, wie unfreundlich seid ihr? Hm, ja und dann... Ah! So macht das Sinn. Zack, 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 zack. Yes. Na dann, einmal Schnellflug bitte. Donkey Kong Country at its best. Ja, dann lasse ich mich noch ein bisschen durch die Gegend schießen. Wonderful, it's wonderful. So, also, okay, das gibt hier alles nur Money, Money, Money. Yes. Das ist jetzt eine der aufregendsten Stellen überhaupt in diesem Spiel. Ah! Okay, okay, okay. Ich nehme alles zurück und behaupte das... Nee, das Gegenteil behaupte ich nicht, aber... Es ist so ein bisschen ABM hier, ne? Dann ist wahrscheinlich die finale Einstellung so... Yes! Und dann nehmen wir doch den Panüppel hier mal mit. Und flutschen damit da drüben rein. Um dann oben rum weiterzukommen. Wenn die bösen, bösen Schnecken nicht die ganzen Blubbelblasen zerschießen, dann geht das auch, wisst ihr? So, einmal und nochmal und... Ja, dann war wahrscheinlich jetzt genau der falsche Weg und ich werde gleich erstochen. Nee, geht. Aber hier, das nehme ich noch mit.
und bleib hängen. Oh, was bin ich hängen geblieben? Zack. Zickede, zackede, zuckede. Okay. Und direkt. Da kommt er raus und wollte die frische Luft atmen. Aber nein, denn hier regiere ich und gebe ihm direkt wieder einen auf seinen leuchtenden Rüssel oder was auch immer das ist. Hoppala. Okay, die Qual der Wahl. Gehe ich nach links oder nach rechts? Rote Pille, blaue Pille? Beide rot, doof. Hoppala. Hoi. Jo. Boah, auf kurze Distanz ist es ja aber auch sehr gemein. Gut, hier gibt es nur einen Ausgang, das ist schon mal relativ vorteilhaft. Fliegen hier auch solche Teile rum? Nein. Das war jetzt vielleicht doof. Nö, passt. Haha, was haben wir denn da Feines? Irgendwas, was ich zurzeit noch gar nicht benutzen kann. Dann lege ich das schon mal hier ab, weil auf der anderen Seite dieser Wand geht's ja weiter. Nur wie komme ich da hin? Okay, ich bin eben links gegangen, richtig? Dann versuche ich doch mal rechts. Hier sind die freundlichen Schnecken von nebenan. Aber auch die lässt er links liegen. Und da geht er vorbei und... Ja... Mit breiten Schultern durch die gegnerische Abwehr. Mit dem Kopf durch die Wand. Und dann kriegst du Helm und Hammer in die Hand, habe ich gehört. Gut, wenn ich jetzt wüsste, wo ich rein muss, damit ich da unten durchkomme. Ich hoffe mal hier. Ja, ein Glück. Na, den hole ich mir doch. Und schnell wieder zurück. Yes. Puh. Gut. Checkpoint. Das heißt, wir haben jetzt schon mal einen gewissen Abschnitt des Rumsuchens hinter uns gelassen. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen nervig. Ich frage mich ja, warum diese ganzen Schnecken hier gerade nicht am Rumballern sind. Hier muss es irgendwas geben mit... Mit so einer Bassdrum. Mach ich doch mal den platt. Ja, genau. Alle gleichzeitig. Nee, nee, nee. Ja, nee. Yes. Zack, zick, zack. Und bam, Alter. Ah ja. So viel zu Bassdrum. Bringt's denn was hier? Nö. Das hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Dann gehe ich doch einfach mal hier runter. So viele Stellen, an denen man... Aha. So viele Stellen, an denen man da irgendwelche... Stöpsel einbauen muss. Und ich habe keinen einzigen. Hier sind auch schon wieder... Verliere die Fassung. Nein, die Fassung ist nämlich leider da. Ich habe nur keine Ahnung. Ich gehe mal hier runter. Hier ist noch was zu holen. Ach ja, dann nehme ich den doch mit. Was auch immer jetzt gerade zugeht. Ach, das da. Ja gut, da konnte ich ja eben eh noch nicht lang. Von daher... Tschack. Yes, 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 yes. Ich habe ja die blanke Panik und Befürchtung, dass man irgendwann tatsächlich genug von diesen Stöpseln hier findet, damit dann alle Schranken offen sind und dann sind auf einmal, da muss man irgendwie ganz schnell irgendwas machen und dann sind auf einmal diese ganzen Schnecken scharf geschaltet. Gut, da ich nur diesen einen Stöpsel habe, bringt mir das absolut gar nichts, wenn dann hier die eine Tür aufgeht, wenn es zwei hintereinander sind. Okay. Diese zwei kann ich schon mal ausschließen, das bringt alles nichts. Da drüben war dann das Gedöns, wo man dieses Detonationsgelöt da braucht. Das sieht doch gut aus.
hier? Aha, aha, der nächste Stöpsel. Was macht der? Okay, dann ist jetzt da oben zu. Mhm. Macht ja nichts. Gehe ich halt hier raus. Und zwar... So. Yes. Nein, nein. Ach so. Ja, das ist ja auch praktisch gewesen. Aber ich wollte eigentlich jetzt hier so machen. Was auch immer das bewirkt. Ist immer blöd, wenn du da nicht siehst, was das macht. Was macht das denn? Ach, irgendwas Hilfreiches wird das schon sein. Macht bestimmt hier irgendwas. Bestimmt war das hier eben noch zu. Und deswegen war das genau an der Stelle, wo man dann zu dem Zeitpunkt halt eh ist. Hat das jetzt eine Reichweite, dass ich da oben auch durchfliege? Nö. War ja klar, wäre jetzt so einfach. Okay, und jetzt hier komme ich doch her. Das heißt nicht zwangsläufig, dass das jetzt falsch ist. Aber was passiert denn, wenn ich jetzt... Habe ich jetzt nicht schon wieder irgendwie zwei von den Teilen verbaut? Hier ist eins. Und ich würde so gerne da diese beiden Türen aufmachen. Gehe ich doch nochmal kurz hier lang und gucke, ob das nicht irgendwie möglich ist, hier jetzt was rauszunehmen. Liebe Kinder, wenn ihr vorhabt, irgendwann mal Let's Plays zu machen, dann habt bitte vorher einen Plan, weil sonst endet das so wie hier. Mit sinnlosem Hin- und Hergeflutsche. Aber das wird noch, das wird noch. Das wird cool. Ich bin mir da sehr sicher. Ich habe doch hier eben irgendwas kaputt gehauen. Da muss man doch jetzt theoretisch das auch rausholen. Ich den jetzt nehme und hier rein. Nee, ist alles doof. Alles doof. Alles doof. So, jetzt geht das hin drauf, richtig? Genau. Okay. Und jetzt muss ich nur versuchen, an die Stelle zu kommen, wo wir da vorhin vorbeigekommen sind. Hier, jetzt, ich muss da nochmal nachgucken. Ich bin ein bisschen dement. Und das war das, das war das. Und da ist jetzt irgendwas zugegangen, weil ich da dann so gemacht habe. Okay. Ja, aber hier bin ich doch halt eben echt schon lang. Ich muss diesen Stöpsel wieder irgendwo anders reintun. Weil hier hat er zwar auch seine Berechtigung, aber momentan nicht. Gab's hier noch was? Nein, hier gibt's nichts mehr. Ich geh nochmal hier rum. Nervige Kommentare in die Richtung, ey Alter, du hast doch gar keinen Plan. Kann ich total nachvollziehen. Ich werde mich nicht weiter dazu äußern, denn ihr habt schlicht und ergreifend recht. Kann ich das hier irgendwie... Da ist doch was. Was ist denn da? Hm... Eine bekannte Berliner Band hat mal gesagt, Konzeptlesing ist ja nicht so unser Ding. Und Konzeptgaming ist nicht so meine Sache. Och Leute, das kann doch nicht sein, dass ich mich hier schon wieder total vergaloppiere. Wenn ich jetzt hier, hier muss dieses andere Teil rein halt, ne? Das ist etwas saudoof, denn ich habe dieses Teil nicht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo ich es herkriege. Das ist bestimmt so für den Abschluss dann. Wo muss ich denn was reinstecken, damit das hier wieder aufgeht? Ich kann nicht zum 12. Mal jetzt da oben lang. Ist ja doof. Mann. Ich frag mich aber echt, wo habe ich denn jetzt eigentlich den 2.? Hier komme ich her. Verdammt. Den 2. Stöpsel, wo hatte ich den denn? Da oben bin ich jetzt schon dreimal vorbei. Hier gibt es ja auch nichts zu holen.
Hier! Hier wollte ich doch hin. Mensch! Gerda! Ich freue mich!